can't touch this. You can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge. Ich hab nochmal fix Inventar leer gemacht. Jetzt wollte ich gerade nochmal pennen, damit das Eisen ein bisschen schneller brutzelt, aber genau in dem Moment ist natürlich der nächste Tag angebrochen. Und ja, dann kannst du halt nicht mehr pennen, ne? War ein bisschen doof, egal. Ich hab noch das Holz habe ich nochmal in den Kohlenmeiler geschmissen. Jetzt müssen wir mal gucken, so viel haben wir gar nicht mehr. Ist noch nicht komplett fertig. So, zack, hier ist gar nichts mehr drin. Okay, was haben wir denn jetzt zusammen? 19 Eisen. Das sieht doch schon mal gut aus. Da hinten brutzelt noch Kohle. Was kostet denn so ein Kohlenmeiler? Hat auch wieder Dings gebraucht, ne? Auch wieder 5. Nö, das ist mir nicht wert. Komm. Lass doch sein. So, jetzt hauen wir hier das Eisen noch rein. Geh nochmal fix reparieren. Gegessen haben wir, aber ein Lebensmittel fehlt uns noch. Ich meine, an sich wollen wir bloß ein bisschen Flachs anbauen, aber man weiß halt nie, ob es den Loks um die Ecke kommt. Haben wir noch irgendwas? Huch. Irgendwas Leckeres zu futtern? Das ist bloß das Schlangenzeug. Ne, Schlangeneintopf ist mir gerade zu wertvoll. So, Würste. Oh, ne, uns fehlen ja sogar... gut, eins fehlt hier unten noch, aber uns fehlen noch zwei Lebensmittel generell. Boah, die Steine schon wieder und Pilze haben wir auch noch. So. Wir müssen mal noch irgendwas brutzeln. Was hatten wir denn die ganze Zeit? Ach, Mann. Ist ja gut. Komm, hau rein hier. So, lass mal gucken. Blutpudding. Wollen wir uns ein paar Blut... Da haben wir Ausdauer. Das Ding war hier Leben, genau. Was können wir mal machen? Karottensuppe. Karotte und Pilz. Wir müssen noch mal was herstellen. Sorry, hätte ich vorbereitet, wenn ich es eher gesehen hätte. Habe ich aber nicht. Karotte und Pilz. So, zack. Komm, machen wir noch ein paar Süppchen. Ach, die steht auch so ungünstig hier. Also ich wünsche mir definitiv hier auch einen Button mit Menge. Ganz ehrlich, das ist doch kacke. Wir machen gleich mal ein paar mehr. Ich sag mal, eine zu futtern reicht erstmal aus, dann kommen wir definitiv durch die Folge. Aber wir müssen hier mal wieder ein bisschen was herstellen. So, kommen 10 Stück, zack. Gut, dann lasst uns in die Ebenen machen. Wir müssen uns um Flachs kümmern. Eisen ist ja schon in Arbeit, wir nehmen nochmal fix hier Kohle auf. Und basteln die hier vorne noch mit rein. Mal gucken, je nachdem. Wir müssen mal schauen, wie viel Flachs jetzt rauskommt, weil wir haben echt viel verballert. Wirklich viel verballert. Und das ist ein bisschen kacke. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alles, was wir ernten können... Entschuldigung. Ob wir alles, was wir ernten können, ob wir da schon wieder ein bisschen was benutzen können oder ob wir das gleich wieder anpflanzen. Ja, komm, gib noch mal Eisen. Du kriegst auch noch eins. Oh, warte mal, eins haben wir noch. So, und zack, hier Eisen rein. Hoffentlich merke ich es mir. Ja, müssen wir jetzt mal gucken, wie viel Flachs bei rumspringt. Und wir schleichen uns nochmal an Lexi Loxi ran. So langsam, aber sicher. Ich denke mal, so 80% wird sie bestimmt jetzt haben. Ich habe halt nur echt immer Schiss, dass die mal wegrennt. Aber irgendwie bleiben die doch... Ach komm, geh doch weg. Und ihr seid erst blau, wirklich jetzt? Kacke. Ich hatte mich extra nicht ausgelockt. Ich habe nach der letzten Folge nochmal kurz 5 Minuten Pause gemacht, was getrunken und auf Toilette gewesen. Aber es hat immer noch nicht gereicht. Naja, wir gehen mal zu Loxi, gucken mal. Vielleicht reicht das ja. Wir haben hier echt kaum noch Flachs stehen, ne? Das macht mir gerade ein bisschen Sorge. Ohne Flachs kommen wir hier nicht weiter. Aber wir können mal gucken. Wir haben doch noch ein Dorf gefunden. Wollen wir das noch ausrotten gehen? Vielleicht haben wir dort Flachs. Ja, komm, das machen wir die Folge. Hä? Hä? Ach, warum? Ach, nö. Ich habe mich voll geschlichen. War es das Geräusch von der Schleichenverbesserung jetzt? Komm, wir hauen gleich wieder ab. Ich will nicht, dass die hier zu nah ins Dorf rangeht und wieder alles kaputt macht. Ja, die Loxe scheinen die unfertigen Sachen wirklich in Ruhe zu lassen.
Das wäre natürlich mega geil. Jetzt müssen wir mal schauen. Wenn wir Dorf ausrotten gehen, holen wir uns auf jeden Fall Knochenwanz. Das will ich nicht riskieren. Wird ja manchmal doch ein bisschen schwitzrig, sagen wir es mal so. So, komm, zack. Hey, was macht denn ihr hier? Kleine Versammlung. Wolltet euch hier eine Fähigkeit klauen oder was? Gibt's ja wohl nicht. Haut ab. So, da ist er, der Knorrige. Und gleich wieder weg. Ja, da war auf jeden Fall ein Dorf, das haben wir gesehen. Also komm, dann gehen wir das ausrotten. Vielleicht haben wir Glück, können dort nochmal ein bisschen Flachs holen und dann machen wir nochmal die Ebenenbasis rüber und finden dort vielleicht auch fertiges Flachs vor. Dann haben wir nämlich endlich die Rüstung auf Max. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo sind wir denn hier angekommen? Wir sind hier oben mit dem Boot angekommen. Und irgendwo dort war auch das Dorf. Ja, lebensmitteltechnisch ist okay. Oh, oh, zwei. Alter Schwede. Ihr freundlichen Todeskidos, ihr. Na, wer greift denn zuerst an? Bam, beide mit einem Streich. Jawohl. Gib mir Nadel. Wir haben auch noch 80 Nadelfeile in der Kiste, habe ich gesehen. Ach, guck mal. Das Ding habe ich ja gar nicht gesehen. Cool. Okay, wir haben auf jeden Fall noch mehr Teer. Ah, Loxe. Ich meine, an sich können wir auch mal wieder Loxfleisch gebrauchen, aber... Oh, zwei Loxe und noch so ein Goblin-Vieh. Hier drüben noch die Teerplops. Nee, nee, ich sehe mich schon... Wie ich ja irgendwie wegrenne und auf einmal locke ich die Viecher an, wir sind eingeteert und die Lokse machen uns fertig. Gar kein Bock. Ich glaube, hier war das. Warte mal, die sind hier angekommen. Irgendwo hier muss das Dorf, glaube ich, gewesen sein. Drüben haben wir noch ein bisschen Sumpf. Brauchen wir aber nicht. Eisen haben wir genug erstmal. Wird doch so weit gelaufen. Na gut, ja, wir sind hier durch diesen krassen Birkenwald durch. Das stimmt schon. Da stehen noch zwei Loxe. Drei Loxe. Das war doch irgendwo da hinten, oder? Bin ich jetzt doof? Ja, ja, da hinten kommt's. Ich habe nur gerade ein bisschen Sorge mit den Loxen, aber ich glaube, wenn wir außen rumlaufen... Wir müssen halt dann nur ein bisschen gucken. Wenn wir hier vor den Goblins wegrennen, dürfen wir nichts... Aua, Alter, im Gebüsch gewartet, oder was? Die werden auch immer hinterlistiger. Komm, komm her, komm, komm ran. Los, trau dich. Bam. Da haben wir's. Oh je, das wird jetzt wieder ein Fight, Leute. Das wird wahrscheinlich die ganze Folge dauern. Aber vielleicht haben wir ja Glück und finden ein paar coole Sachen. Jetzt ist die Überlegung, gehen wir erstmal auf den Großen. Ich glaube, wenn wir den unentdeckt erwischen, der Todeskido müsste zwar eigentlich auch idealerweise dran glauben. Haben wir den jetzt getroffen oder nicht? Ja, stimmt, der hat sich am Anfang so langsam bewegt und irgendwann, wenn der dir zu... Okay, ich glaube, der backt. Irgendwann, wenn der dir zu nahe kommt, wird er ja auf einmal so heftig eklig. Ich muss ein bisschen aufpassen. Wir können eigentlich Knochenwanz auch schon direkt aktivieren. Oh, oh, da ist wieder so ein Magiervieh. Nee, komm, wir hauen's jetzt an. Ach, ein Millimeter oder was? Hau zu. Will nicht. Will nicht. Will nicht. So. Magier. Der hat sein komisches Schild, ne? Aua. Aua. Ah, wir brennen, ne? Bräuchten vielleicht mal was. Ich treffe ihn nicht. Aber gut, dass der schon mal einzeln gekommen ist. Der Große, der backt irgendwie ein bisschen rum. Sag mal, was mache ich denn? Jetzt macht er wieder sein Schild. Ach, ich... Ja, da müssen wir ihn halt im Nahkampf nehmen. Was soll's? Boah,
Boah, man sieht halt auch nichts durch das Brennen, ne? Oh, der hat so ein bisschen zerfeuert. Entschuldige. Geil, Schaman-Trophäe. Ist bestimmt auch nicht also so oft. Also man hat die ja nicht so oft. So, komm. Ich hätte vielleicht nochmal ein bisschen Ausdauer regenerieren können. Jetzt wird er schneller. Ja, ne, wir haben keine Ausdauer mehr. Komm, wir hauen uns einen Trank rein. Ah, ne, war der falsche. Egal. Ah, guck mal, den haben wir schon fast. Perfekt. Lief eigentlich gut mit ihm, ne? Ja, jetzt wird er schnell. Jetzt flippt er gleich aus. Oder auch nicht. Mann, das war ja easy. Von dem haben wir von dem schon eine Trophäe? Ich glaube nicht, ne? Na. Ah. Ah, da ist noch einer. Oh, wir dürfen nicht so nah. Ah, scheiße, der hat uns schon gesehen. Ach, nö. Aua. Ach, Mann, jetzt will ich mich eigentlich erstmal lieber um den Großen kümmern. Warum sind denn hier zwei am Start, ey? Ach so, da wird er erst nach dem ersten Schaden so. Ich weiß es nicht genau. Aber irgendwie verhält er sich ein bisschen komisch. Ja, die Nadelfeile kicken dem schon irgendwie ganz schön in den Arsch, ne? Müssen nur ein bisschen gucken, es wären mir gerade zu viele. Ach, ja, genau. Jetzt kommen Wölfe, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich völlig verarschen? Ach, komm. Wenn ich ein... nee. Scheiße, wir haben nicht mal das Portal hier. Das können wir eigentlich nur mit dem Boot abhauen. Ja, gut, wir haben noch Knochenwanst, ne? Ey, das gibt's doch nicht. Wie viel Pech muss man haben? Oh, geil, wie ich das Vieh erwischt habe. Es sind bisher nur zwei. Sieht noch gut aus. Ah, gut, okay, die gehen ein bisschen auf den Großen mit drauf. Gar nicht so schlecht, aber trotzdem fieser Moment, Leute. Das muss man schon mal sagen, ey. Zum Glück haben wir Knochenwanst. Sonst hätte ich mir gerade richtig in die Hose gekackt. Oha, kam noch einer. Es werden doch relativ viele. Mann, Mann, Mann. Geiler Fight, Alter. Da kommt doch mal wieder ein bisschen Adrenalin auf. Los. Bam. Den Rest holen wir uns mit Bogen. Oder auch nicht. Die wollen sich erstmal Todes Kido holen. Oh, der geil. Todes Kido hat einen gefetzt. Mega geil. Wenn ihr Wölfe mal ein bisschen Silber noch einstecken hättet, wäre ich echt glücklich. Ausdauer. Ja, wir brauchen eigentlich noch keinen Trank. Komm. Boah, es werden aber viele jetzt hier. Bam. Ach, geiler Fight, oder? Da kommen noch mehr. Also ich hatte ja echt Glück mit dem ersten Mal gejagt werden. Da waren das ja nur zwei, drei Stück. Das hört ja gar nicht auf hier. Meine, was haben die in den Ebenen zu suchen? Viel zu warm für euch. Ist jetzt mal wieder gut. Kommt der nächste. Die Jagd ist vorbei. Schön. Ja, ey, ganz ehrlich, hat uns eigentlich sogar... Oh, guck mal. Die Loxys gehen auf irgendwas drauf. Mal, ich denke, die Jagd ist vorbei. Hallo. Ah, hat uns wieder ein bisschen... Oh, 13 Wolfsfleisch. Wird noch mehr, wenn wir hier alles einsammeln. Hier ist noch irgendwas. Hier sind noch Münzen. Ja, ganz ehrlich, war okay, ne? Ich weiß nicht, ob die den Großen jetzt komplett besiegt haben. Hier haben wir noch einen Wolf. Da haben wir wieder ein bisschen Wolfsfleisch. Ist ja auch nicht verkehrt. Aua. Wofür ist noch ein bisschen Knochenwanst, ist jetzt vorbei. Wir haben ja noch Tränke am Start, aber die ersten Lebensmittel geben schon wieder nach. So, wie sieht's denn hier aus? Ich glaube, der Große ist weg. Die Wölfe haben ihn gekillt, ne? Da haben wir noch einen Schaman. Jawohl, One-Hit. Den Rest machen wir im Nahkampf. Ach, sie wirklich immer so mit einem Millimeter, ne? Gut, dann haben wir die beiden. Da sind noch ein paar kleine. Da ist er, komm. Machen
War nicht ganz One-Hit leider. Aber jetzt? Nee, doch nicht. Sag mal, was ist denn los mit dem? Ich hab den doch überraschend getroffen. Ach, Stufe 1, okay. Das erklärt einiges. Ach, was machst du nun mit mir? Geh weg. Ja, jetzt kommt der Rest noch. Ah, da ist noch ein Schamane. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Zwei Schamanen und noch zwei kleine. Die näher brennen kann. Oh nein, Alter! Hör doch auf, Alter! Hör doch auf! Das kannst du keinem erzählen, Alter! Das kannst du einfach keinem erzählen, was die Viecher für einen Schaden reinknüppeln. Ah, natürlich jetzt, wo Knochenwanst weg ist, ne? Was macht meine Parierleiste? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen den perfekt blocken. Anders geht's nicht, ne? Wir haben zumindest volle Leben. Volle Ausdauer. Jetzt dürfen wir bloß nicht irgendwie noch in andere Gegner reinrennen. Das wäre scheiße. Wir hauen jetzt erstmal den weg und jetzt greift der natürlich an. Alter Schwede, ne? Was willst du da machen? Aber, nee, mehr geht nicht. Wir sind voll. Wir müssen es probieren. Perfekt blocken, komm. Keine Chance. Die Parierleiste ist sofort voll und wir sind sofort am Arsch. Und jetzt haben wir ein Problem. Wir können keine Tränke mehr nehmen. Alter, wie krass sind die bitte, Alter? Wie schlimm? Kann er nicht sein. Ach, was macht man gegen den? Eigentlich kann ich den nur hauen, also versuchen auszuweichen, wenn er schlägt. Komm. Nein, nein. Alter, leck doch jetzt nicht. Leck mich fett. 75 Schaden, ne? Und du kannst es nicht blocken. Stufe 2 Silberschild, hier Dingsschild. Schwarzmetallschild. Einfach keine Chance. Da bin ich ja echt froh, dass der diesmal einen Knüppel hat. Die mit dem Speer sind halt einfach mal dreifach so fies. Eigentlich können wir nur warten, dass er schlägt, weggehen, draufhauen. Anders geht's nicht. Es ist gut, dass Frostner halt verlangsamt. Also ich habe ein bisschen mehr Chancen. Anders können wir echt nicht gegen den... Jetzt mal so ein richtig heftigen... Jawohl, ja, geil. Okay, so klappt's. Ja, ich hätte nochmal hinrennen können, aber ich gehe gerade mal lieber auf Nummer sicher. Ah, bam, jawohl, jetzt haben wir ihn aber zerfetzt. Und jetzt lass mal was fallen, mein Freund. Komm, deine paar Münzen. Der Typ müsste 8 Millionen Münzen fallen lassen. So stark, wie er ist. Okay, auch geschafft. Aber guck mal, wir haben 19 Wolfsfleisch, 19 Wolfsfell, 5 Trophäen bekommen. Wieder ein bisschen Schwarzmetall, auch ein ganz paar Münzen. Wenn wir jetzt hier noch Flachs finden, bin ich happy. Ja, war doch mal geil, oder? Ah... Ah, ach Mann, das dauert immer so lange, bis er sein Schild in die Hand nimmt. Ja, und jetzt kommt Nebel. Na klar, komm, mach alles dicht, dass ich gar nichts mehr sehe. Na komm. Ja, ist halt durch den Voice-Angriff ist halt Knochenmann zu Ende gegangen, ne? Sonst wäre das jetzt mit dem Stufe 2-Typen auch nochmal ein bisschen einfacher geworden, aber okay. Der Nebel kotzt mich nur gerade schon wieder richtig an. Ja, wir schaffen das. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Komm, volle Attacke rein hier. Zack, jetzt hier alles auf Nahkampf. Du haust ab, du auch. Und wieder keine Ausdauer. Oh, oh, oh Gott, das war ein Fehler hier reinzurennen. Scheiße. Scheiße, scheiße. Waren vielleicht doch ein paar viele. Aber wir können gleich wieder Tränke nehmen, oder wir können schon. Ich brauche... Ah, wir brauchen Tränke. Aua. Oh, oh, wenn das mal nicht ein Fehler war, hier reinzurennen. Ah, man muss sich auch mal was trauen. 17 Schaden, ey. Hau ab. Hahaha, in die Lochse gerannt. Ach, na klar. Es ist sinnlos. Es ist einfach sinnlos. Ach ja, ey, könnt ihr mal gegen die Lochse kämpfen? Nee, die sind wieder Freunde, oder was? Ach, scheiße. Mann, das hätte nicht passieren dürfen. Mit den Lochsen wird's eklig, aber die hauen zum Glück immer relativ schnell wieder ab. Boah, wir müssen aufpassen, ne? Ich will hier auch echt ungern sterben, weil das Portal steht mega weit weg. Wie viele das einfach sind und ich sehe nichts durch den Nebel. Ach, geil. Aber wir schaffen das schon.
Müssen nur aufgucken. Irgendwie ein Sperrtyp ist dabei. Der ärgert mich ein bisschen. Jetzt hat er gerade geschossen. Jetzt rennen wieder alle weg. Danke. Komm, hier. Hier ist der Sperrtyp. Na, 50 Sekunden. Brauchen Tränke. Anders geht's nicht. Brauch mal hier so eine Suppe noch mit rein. Komm, ich brauche mal ein bisschen Leben, Leute. Ah ne, zwei Sperrtypen sogar. Ich darf hier bloß nicht in die nächste Gegnergruppe reinrennen, ne? Wir müssen mal wieder umkehren. Aber das schaffen wir schon. Wir können auch gleich wieder Tränke nehmen. Den hauen wir jetzt weg. Aua! Das war ein Speer am Arsch. Ja, jetzt wird hier noch Nacht. Geil. Wie lange das einfach immer dauert, ne? Das ist kompletter Tag rum. Wir sind früh morgens gestartet. Boah, jetzt siehst du ja auch gar nichts mehr. Nacht und Nebel. Ah, wir haben das Portal nicht hier. Mann, sonst hätten wir schnell mehr pennen gehen können. Aber ich, Vollidiot, hab's natürlich wieder vorne stehen lassen. Mensch, renn dann nicht weg. Haben wir jetzt alle. Er liegt jetzt überall Loot verteilt, aber ich kann es nicht ändern. Ach, Menno. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich will ja nicht wieder in die Loxe rennen, aber ich sehe wirklich fast gar nichts. Ist hier jetzt Wasser oder? Boah, man sieht ja wirklich nichts. Ich habe auch keine Fackel mit am Start. Hier drüben ist Wasser. Achso, man kann auch einfach oben auf die Map gucken. Ja, ich nicht. So. Irgendwo hier kommt das Dorf. Ich bin mir sicher. Bleiben erstmal am Wasser. Ja, da höre ich sie doch schon wieder. Ich höre die richtig nah, aber ich sehe keinen. Ah, hier. Ja, wir sind am Dorf. Wir müssen hier mal... Ja, hier ist Feuer. Sehr gut. So, komm. Wie viele sollen es denn noch sein? Es muss da langsam ein Ende haben. Aua, wo kam der denn jetzt her? Die Ausdauer ist sofort wieder am Arsch, ey. Boah, das sind immer noch übelst viele. Gibt's so einen Goblin-Spawner? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, wir haben auch nur noch einen Trank, einen gesunden. Ich hab geblockt. Was war denn jetzt los? Sinnlos. Ach ja, oh Gott, jetzt noch zweimal schön Schaden kassiert. Wir müssen uns gleich noch einen gesunden reinknallen. So. Wieder so ein Stufe 1 Typ. Der muss jetzt erstmal schnell dran glauben. Ich habe keinen Bock. Ist zwar nur Stufe 1, macht trotzdem ordentlich Schaden. Die Schamanen nerven auch richtig. Das ist schon krass, so ein Goblin-Dorf. Ist schon so ein bisschen mit Highlight vom Spiel, so ein Ding zu klären. Lehren, wollte ich sagen. Hätte auch gepasst. 31, hä, warum haben wir bloß nur 31 Leben? Was ist denn jetzt passiert? Ich habe mir doch gerade einen Met reingeknallt. Junge, Junge, Junge. Mal kurz gequatscht und irgendwie nicht richtig aufgepasst, ne? Wir müssen aufpassen, wir haben echt nicht viel Leben. So, der ist tot. Da unten ist aber noch so ein Sperrtyp im Wasser und irgendwo muss der Schamane noch rumlungern. So, jetzt mal kurz durchschnaufen. Alter Schwede, was war das für ein Fight jetzt? Mit Wolfsjagd und allem drum und dran und wir haben es immer noch nicht geschafft. Und dann auf einmal Nacht und Nebel. Und wir sehen hier einfach keine 5 Meter weit. Ich lasse die jetzt einfach mal da, wo sie sind. Ah ne, hier. Hier ist der kleine Gauner. Zack. Leben geht langsam wieder, aber das eine Lebensmittel lässt nach und wir haben kein anderes. Na komm, das muss doch langsam mal geklärt sein. Ey, wir sind schon bei 25 Minuten. Ich glaube, ich bin zu weit rechts, ne? Hier kommt das Dorf. Ja, die zwei Schamanen müssen noch leben, definitiv. Ich würde gerne im Dorf kämpfen. Wir haben ja wenigstens ein bisschen Licht. Am Ende, ich sehe das schon nicht. Bisher habe ich noch kein Feld gesehen. Die haben wahrscheinlich gar nichts. Hey, hi.
Was machst du hier auf dem Dach? Ah, die haben ein geiles Haus hier. Oh Gott, das sind ja noch ewig viele. Leute, das schaffen wir die Folge nicht mehr. Und ich würde auch echt lieber mit Knochenwanst hier reinrennen. Guckt euch mal an, wie viele hier noch am Start sind, ey. Das hört ja gar nicht mehr auf. Drüben kommen wieder irgendwo die Lochse. Wir haben keine Tränke mehr, wir haben keinen Knochenwanst. Und die Folge ist halt auch in 5 Minuten rum. So, jetzt muss ich aber komplett in der Nacht zu dem Portal vor. Ah, auch kein Bock. Aua. Ach, was machen wir denn? Eigentlich wäre es bescheuert, jetzt hier richtig auf Angriff zu gehen. Wir werden noch sterben wegen der Scheiße. Nee, wir müssen uns irgendwie zurückziehen. Es bringt nichts. Da müssen wir hier in der Nacht nochmal irgendwie uns zum Portal vorkämpfen. Wir laufen gerade in... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt ist aber fies. Was ist denn jetzt passiert? Keine Ausdauer mehr. 42 Leben und 30 Goblins hinter uns. Und wir rennen irgendwie in eine ganz falsche Richtung gerade. Am besten noch ins nächste Dorf gleich mit rein. Nee, 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 Freunde. Nee, 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 nee. Komm, jetzt lasst mal los. Geht wieder nach Hause. Lasst mich in Ruhe. Ja, das müssen wir nochmal mit Knochenwanst und Lebensmitteln und Tränken angehen. Dass ich so viel Tränke verballer, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ihr habt ja gesehen, was hier los war. Ja, ja, jetzt kommen noch Skelette. Natürlich. Komm, am besten noch 4 Lochse und direkt noch in eine Teergrube mit rein. Ja, ich glaube, so langsam verlässt die Lust. Ich sag's doch noch. Alter Schwede. Also, du siehst halt aber auch nichts. Gerade so ein Lox mit seinem dunklen Fell. Ja. Sind das die von vorhin? Wahrscheinlich, ne? Da ist der dritte noch und wir haben 0 Ausdauer und kaum Leben. Ach, ist das schön. Ich will echt nicht sterben. Ich weiß, es war ein bisschen wahnsinnig, dort einfach so in der Nacht in dieses Dorf jetzt reinzurennen. Ach, gerade das ist noch, das sah aus wie so ein Lochsauge. Ach, Leute. Ich hänge, ich hänge. Alter, was war das? Irgend so ein Kackstein oder so. Au! Wir sterben noch, ne? Ich sag's euch. Aber es war schlau, die Waffe wegzupacken. Schild würde ich mal noch in der Hand lassen, aber es kostet ja alles Bewegungstempo. Ja, und der nächste. Ach komm, am besten noch so ein Speertyp. Komm, jetzt lasst mich mal alle in Ruhe. Ich will nur noch nach Hause. Die kommen dann aber auf einmal auch angepaced, ne? Die Sache ist, wir kriegen hier einen ungünstigen Speer ab und sind am Arsch. Ach komm, hör doch auf, ey. Wie lange sind denn die Aggro? Fresst ein paar Moltebeeren, lasst mich in Ruhe. Aber geile Folge, oder? Also wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo dalassen an der Stelle. Aber ich fand die Folge mega. Die war echt mal wieder ein bisschen spannender, als nur Eisen zu sammeln. Komm, ab zum Portal, nach Hause, dann machen wir hier Folgenende. Und ich guck mal, wenn ich heute Abend bastel am Dach, gehe ich mal nach dem Flachs gucken. Ich kann es ja mal fix abernten und neu anpflanzen. Ich meine, das tut ja keinem weh, wenn ihr das nicht seht. Und dann kann ich vielleicht heute Abend auch, weil das Dach bauen und so dauert eh noch ein bisschen, da kann ich immer wieder ein bisschen Flachs anpflanzen und abernten. Ja, ist das die, die wir schon haben? Ja. Ja. Also muss hier irgendwo das Portal stehen. Boah, ey, völlig ausgelaugt, ne? Eine halbe Stunde hier fast durchgehend im Fight. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo habe ich das Portal? Ist halt kacke, wenn man nichts sieht. Hier ist es, sehr gut. Ach, wir haben es geschafft, ohne zu sterben. Geil. Ja, Leute, dann würde ich mich an der Stelle erstmal von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Übermorgen 19 Uhr geht's dann weiter. Hoffentlich mit einem fertigen Dach. Und dann machen wir uns ein bisschen an die Bauerei ran. Und je nachdem, wie viel Flachs ich ernten konnte und Leinzwirn herstellen konnte, können wir dann den Rest auch noch auf die 4 bringen. Bis dahin. Macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.